liebe Zuschauer. Die Kooperation zwischen dem ORF und dem österreichischen Jugendportal geht mit 5 neuen Nachwuchsreporterinnen weiter. Andrea Krapf, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, meine Beiträge im ORF veröffentlichen zu können. Lara Ritter. Und ich bin schon echt gespannt, was die nächsten Monate bringen. Sarah Mali. Ja, das ist eine Riesenchance und ich freue mich schon wirklich auf sehr coole Drehs. Katharina Haselbacher. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und welche Erfahrungen ich daraus mitnehmen kann. Nicole Greiderer. Ich hoffe, wir werden viel für unsere berufliche und vielleicht auch private Zukunft mitnehmen können. Die Youth Reporter sind ein Projekt vom österreichischen Jugendportal, einer Online-Plattform, die über Themen wie Ausbildung, Wohnen, Beruf und Sexualität informiert. Das Youth Reporter-Projekt gibt es seit 2016. Jetzt ist sehr spannend, es werden eine Türen geöffnet, die man sonst nie hätte, eben auch mit dieser Kooperation zum Beispiel. Außerdem hat man auch die Chance, dass man Beiträge veröffentlichen kann und auch anderen Jugendlichen näher bringen kann, was ich sehr cool finde. Sie sind seit der ersten Stunde der Youth Reporter dabei, Sharon Muska und Miriam Hofellner. Ihre Beiträge wurden bereits bei Schule bewegt ausgestrahlt. Mein journalistisches Leben hat sich extrem verändert in den letzten paar Monaten, eben aufgrund der Kooperation mit dem ORF. Ich habe extrem interessante Einblicke bekommen in verschiedene Bereiche, in die ich sonst nie gekommen wäre. Den eigenen Fernsehbeitrag dann zu sehen, für mich persönlich ein super cooles Gefühl. Habe auch tolle Rückmeldungen bekommen von Freunden und Verwandten, die es auch gesehen haben. Schule bewegt begleitet die Youth Reporter auf ihrem Weg, Journalistin oder Journalist zu werden. In den kommenden Monaten werden ihre selbstproduzierten Beiträge auf Sendung gehen. Die Jungreporterinnen berichten aus ihrer Perspektive mit ihrem Equipment über sportliche Themen, die ihnen am Herzen liegen. Es hat mich schon immer interessiert, Geschichten zu erzählen. Und ich finde, als Journalistin kann man Geschichten finden und erzählen, die sonst vielleicht nie entdeckt worden wären. Und das wäre schade, weil viele Menschen, die sonst nicht zu Wort kommen, haben interessante Geschichten zu erzählen.